Ich heiße Vincent Hessling. Ich bin zumindest, so sagt es mein PhD-Titel, Literaturwissenschaftler. Ich bin unglaublich überrascht gewesen, als ich plötzlich eine Einladung bekam von der Kuration dieser Stadtskulptur, dass angeblich ein bekannter Robert Walser, Experte in der Literaturwissenschaft, auf mich aufmerksam gemacht hatte. Ich eingeladen sei, einen etwa 45-minütigen Vortrag hier in Biel, Bienn, auf der Stadtskulptur zu halten, aufgrund meiner Expertise in Sachen Robert Walser. Diese Einladung kam sehr unerwartet und ich bin eigentlich immer noch etwas überrumpelt von dieser Einladung, habe mich dann darauf vorbereitet, hier diesen Vortrag zu halten. Diese Gelegenheit hat mich nochmal auf eine ganz andere Weise diesem unglaublichen literarischen Werk nahegebracht. Ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Doktorarbeit zu einem Roman Robert Walsers, nämlich zu Der Gehülfe, ein ganzes Kapitel geschrieben, in dem ich mich der Frage nach dem technischen Fortschritt und wie er in diesem Roman eigentlich vermieden wird im Grunde oder nicht erreicht wird, abwesend bleibt. Und insofern habe ich jetzt in meinem Vortrag in oder auf der Skulptur mich einem ähnlich gelagerten Thema gewidmet, bei dessen Behandlung ich mich allerdings auf einen anderen Roman, nämlich Die Geschwister Tanner, konzentriert habe. Es ging um den Lebenslauf als moderne Lebensform, mit der wir im Grunde alle modernen Menschen, alle dazu gezwungen werden, uns erfolgsorientiert, kumulativ zu unserem Leben, zu unserer eigenen Biografie zu verhalten und diese Biografie in einer Art von Aneinanderreihung kleiner Erfolge zu schreiben und fortzuschreiben und jeweils immer wieder unter Beweis zu stellen. Und ich sehe in Walsers Roman Geschwister Tanner, dass das genaue Gegenteil dort der Fall ist. Die Handlung vermeidet Erfolg, wo sie nur kann. Der Protagonist leugnet seine eigene Karriere beziehungsweise gibt sich immer wieder der Selbstsabotage hin, verhindert die eigenen Erfolge. Dadurch kommt es zu einer unendlichen Aneinanderreihung von Misserfolgen, von Scheitern, die letztendlich nur eine episodenhafte Geschichte ergeben, kein geschlossenes Ganzes. Und diese episodenhafte, inkonsistente Aneinanderreihung von Misserfolgen habe ich gelesen als sehr mutige, dreiste Ablehnung der modernen Lebensform des erfolgsorientierten Lebenslaufs und habe darin durch diesen Roman zum Ausdruck gebracht, eine Art Befreiungsschlag von Walsers Literatur gelesen.